Also der TSV Ampfing hat es leider verpasst, die Champions League Qualifikation. Deswegen ist Ampfing jetzt in der Europa League Auslosung. Dazu noch in Lostopf 1 Schalke 04 und Werder Bremen. Und im Lostopf 2 der TSV Ampfing. Dann starten wir die Auslosung. Wir werden die Gruppenköpfe sein. Zenit in der Gruppe B. Nur das ist schade, dass wir die Qualifikation verpasst haben. 1-1 daheim gegen Tripolis. Aber in Tripolis leider 2-0 verloren. Werder Bremen also in der Gruppe H. Und Schalke in der Gruppe I. So, die Frage ist, in welche Gruppe kommt der TSV Ampfing? Der TSV Ampfing in der Gruppe C mit SSC Neapel. Werder Bremen gegen SC Heerenveen, Schalke gegen AZ Alkmaar in einer Gruppe. Ich würde mir Dynamo Zagreb mir wünschen in der Gruppe oder Sporting Praga. In der Gruppe C Neapel, Ampfing und Cluj aus Rumänien. Die Gruppe D wird eine Todesgruppe. AC Milan, Celtic Glasgow, Sporting Praga. Oh, Rapid Wien, unsere österreichischen Freunde gegen Lokomotive Moskau und Steaua Bukarest, Dynamo Zagreb gegen FC Liverpool und Atletico Bilbao. Werder Bremen gegen Tel Aviv und Schalke gegen Nicosia in einer Gruppe. Gleich ist die Auslosung vorbei. Ich glaube, da ist sogar noch ein kroatischer Vertreter, Split. Aber der heißt noch nicht R-Split, egal. R-Split in der A. So, der letzte Gruppengegner für den TSV Ampfing heißt Kuban Krasnodar, also TSV Ampfing in der Gruppe C mit SSC Neapel, Cluj und der FK Kuban Krasnodar. Werder Bremen mit SC Heerenveen, Tel Aviv und Luzern und Schalke mit Alkmaar, Nicosia und Pertisteri. Also machbare Gruppe für die deutschen Vertreter in der Europa League. Das war die Auslosung der Europa League in der Saison 2013-2014, die Gruppenphase. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.